So, hallo meine lieben Leute, ja und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 18 in der Karriere mit Holstein Kiel. Ja, ich war gestern im Stadion und ja, das Video habt ihr bestimmt auch schon gesehen gegen Arminia Bielefeld 2 zu 1 und ich habe noch mein Video-Orakel gesagt, dass Arminia, nicht Amina. Arminia Bielefeld eine sehr, sehr starke Mannschaft ist und dass sich da Holstein Kiel in Acht nehmen muss. Ich hatte auf ein 2-0 getippt, wäre auch beinahe passiert. Nicht, es gab natürlich ein blödes Eigentor. Passiert einfach. Das ist der Fußball. Und nur so macht Fußball Spaß, denn man kann nie voraussehen, was als nächstes passiert. So, jetzt der erste FC Nürnberg. Ehemaliger Bundesligist. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sie in der dritten Liga so, Quatsch, in der zweiten Liga so die letzten Jahre so waren. Ich weiß, dass sie auch ziemlich oben mitspielen jetzt in dieser Liga. In dieser Saison meine ich. Und ja, mal gucken. Was käme denn jetzt in Wirklichkeit? Ach, Darmstadt käme jetzt in Wirklichkeit. Ja, da hatte ich ja gesagt, dass, da mache ich nochmal ein Orakel drüber. Da hatte ich auch gesagt, dass ich da das Gefühl haben werde. Oder habe, dass Holstein Kiel da vielleicht so ein bisschen Ärger kriegen könnte. Und ich denke, ein Unentschieden ist da möglich. So, was soll ich hier machen? Okay, ich soll hier den Ball wegnehmen. Okay, dann machen wir es doch direkt mal, ne? So, jo, oh, Moment, hallo, hallo. So. Boah, Alter, wie schnell ist der bitte? Ja. Alter, schmeiß er mich um hier. Was ist los mit dir, Freundchen? So geht das nicht. Och nö, ich hab mich ausgedribbelt hier. Mehr Einsatz. So, komm, komm, komm. Na klar. Achso, diese Trainingseinheiten wollte ich ja eigentlich mal verschieben. Oder gar nicht mehr den Aufnahmen machen. So knapp immer noch, sagt er. Obwohl ich doch gar nicht mal so knapp dabei bin. Ich mache das doch ziemlich gut, glaube ich. Ich gebe mir auf jeden Fall ziemlich Mühe. Scheißdreck, sogar ran. Naja, das war ja unausweichlich schon. So, wie lange soll das hier bitte noch gehen? Oh, sehr gut. Ach, da stehen die Versuche ja drauf. Ich hab's gerade gesehen. Gerade entdeckt. Jo, meiner, danke. So, und nochmal alleine. Und, oh, schade. Konnte ich. Ja, und dann habe ich doch einen kassiert. Oh, noch ein Versuch tatsächlich. Das blieb dann doch nicht bei den einen, sondern da kamen noch mehrere. So, und das ist. Gut, Pech halt, ne? So, dann wollen wir zum Spiel gegen Nürnberg. Moment, nein, nicht nochmal machen. Nicht nochmal machen. Ja, wo kämen wir denn da hin? Freunde! Freunde, Freunde, Freunde! Es geht wieder los. Das letzte Mal habe ich gespielt am Donnerstag. Glaube ich. Oh, wir haben Schnee. Am Donnerstag habe ich gespielt. Und ja, das erste Mal jetzt hier im Schnee tatsächlich. Wie geil. Mal gucken. Müssen wir wieder reinfuchsen hier gerade, ne? Denn ich bekomme ja schon wieder immer wieder Angebote, dass Abonnenten gegen mich spielen wollen. Leute, versteht das, wenn ich keine Zeit habe dafür. Versteht es bitte. Das ist nicht, weil ich keinen Bock habe oder weil ich Angst habe, gegen euch zu spielen. Mein Gott, das ist ein Spiel. Sollte ich verlieren, dann verliere ich da eben halt. Es geht mir vielmehr darum. Ja! Dass ich einfach, ich nehme noch viele Spiele auf. Aktuell bringe ich noch 7 Days to Die raus. Davon habe ich mindestens, glaube ich, schon 130 Folgen aufgenommen. Bloß heute kommt erst gerade mal die erste Folge raus. Dann FIFA eben. Dann bringe ich noch ein Spiel raus, The Walking Dead. So, und im Normalfall, ja, guck mal, Horizon muss ich noch hochladen. Habe ich schon durchgespielt, aber wird noch hochgeladen alles. Also, Freunde, und dann habe ich noch einen Alltag und,
Das ist fast gar nicht zu machen. Klar, ich freue mich darüber, wenn Leute so interessiert daran sind, mit mir zu spielen. Vielleicht, weil sie sich freuen, wenn sie mich schlagen können. Oder vielleicht einfach, weil sie nett sind. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es geht aber nur darum, dass ich eben halt. Es ist schwer. Es ist wirklich sehr schwer. Das ist auch jetzt mit FIFA. Nämlich gerade mal, wenn ich echt mal so ein paar Minuten Zeit habe, kann ich hier FIFA aufnehmen. Weg da. Moment. Weg. Entschuldigung. Mal. Nürnberg, was los? Auf einmal so stark hier, wa? Tja. So. Und damit Steve Leverenz, der Held von gestern. Bam! Kaum kam er gestern in die Partie, lief das Spiel rund. Ich bin mit meinem Vater im Stadion gewesen. Ich habe zu ihm gesagt, jetzt kommt der Leverenz rein. Der hat 500 Beine, der Typ ist schnell. Jetzt kommt das richtig zugange. Und das war Vorlage auf Duxch 1-0. Und dann Duxch auf Leverenz 2-0. So war das gut gemacht. Also wirklich, Freunde, dieser Leverenz, das ist ein Hammer-Super-Spieler. So. Und wenn man so überlegt, so, ne, wenn man jetzt so, jetzt hat man einen anderen Block ausprobiert. Und wenn man jetzt im J-Block waren wir, wenn man mal so hört, ne, wer denn jetzt alles als Fußballgott von. Klar, das ganze Stadion beschreibt bei Patrick Herrmann Fußballgott, klar, ist er auch. Aber Kingsley Schindler, Fußballgott, also ich rufe ihn auch schon als Fußballgott raus, weil er auch mega ist. Ja, Steven Leverenz kann man genauso schon eben halt betiteln. Und Marvin Dogs, eigentlich kann man schon fast jeden so nennen. Drexler wird auch schon von den Fans aus den I- und H-Blöcken so genannt und das, ja, weil das ist das ganze Team, Fußballgott. Sie spielen auch momentan wirklich fantastischen Fußball und es ist, ich finde das gerade sehr interessant, dass gerade ausgerechnet Holstein Kiel gerade am Marschieren ist. Ob das nun im Laufe der Saison bleibt, weiß keiner. Boah, schöner Pass. Ja. Aber, bis jetzt sieht alles sehr, sehr gut aus, tatsächlich, finde ich. Und ich bin überwältigt. Ich war schon vorher Fan von Holstein Kiel. Erstmal, weil ich so in Kiel aufgewachsen bin und ich so richtig, meine immer geguckt, schon seit Jahren hat man mal ein bisschen geguckt, so. Aber richtig aktuell immer, auch wenn es auf NDR lief, mache ich seit 2012, 2013, glaube ich, bin ich dabei. Denn den Aufstieg von der vierten Liga, also von der Regionalliga, in die dritte Liga dann auch ins Stadion gegangen, permanent. Das heißt nicht, dass ich jetzt erst seit letzter Saison im Stadion hingehe, sondern nein, seit vorletzten, nein, seit, auch noch weiter davor gehe ich ins Stadion. Also bin ich auch regelmäßig denn da, wo es auch noch gar nicht an Aufstieg zu denken war. Ich glaube, es war sogar die Aufstiegssaison, wo sie von der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen sind. Ich glaube, seitdem gehe ich tatsächlich auch ins Stadion und eben halt seit zwei, drei Saison gehe ich tatsächlich permanent ins Stadion. Und ja, so unterstützt man einfach seinen Verein. Klar, könnte man nur Auswärtsspiele sind natürlich auch sehr, sehr interessant. Oh! Und ich spiele tatsächlich auch mit den Gedanken. Natürlich gegen St. Pauli wollen wir natürlich auch dabei sein. In Hamburg. Aber der Pott wäre nochmal interessant. So Düsseldorf oder so, ne? Freunde, Düsseldorf, die Arena. Echt, Leute, da. Das ist interessant. Das ist mal Fußballstadion. Noch nicht nach Dresden. Nach Dresden möchte ich nicht hin. Was soll ich in Dresden? Boah. Mist, Alter. Nürnberg macht gerade schon Ärger hier, so, ne? Die sind auch echt gut am Verteidigen. Spielen gut mit, die Jungs. Nur die Führung. Also, führen tue ich. Oh. Fantastisch. Der Leverenz wieder. Das war jemand, das war einer aus dem Zuschauerblock. Das war ganz klar einer aus dem Zuschauerblock. Ich vergesse auch immer mein Handy auszuschalten. Ich brauche das ja aber auch tatsächlich, ne? Das ist ja nicht so, dass ich das Handy umsonst habe, ne? Das müsste ich mir auch gar keins anschaffen, oder? Ich weiß nicht. Stört euch das? Da könnt ihr mal gerne einen Post zu machen in den Kommentaren, was zuschreiben und mir schreiben, ob ihr das scheiße findet, dass ich mein Handy anhab
oder ob euch das echt am Arsch vorbeigeht. So, und jetzt die Flanke und. Uah. Oh, ich dachte, er war drin. Ich habe eine Stunde gesehen. Ja, Nürnberg. Sehr, sehr kalt offensichtlich da. Ne? Bin mir sicher, der Hoeneß, der guckt auch gerade zu und kaut gerade an den Nürnbergern rum. Sag mal nix. Nürnberger esse ich auch gerne. Alles, was Wurst ist, ist sehr, sehr lecker. Obwohl, am Würsten mache ich am liebsten noch die Krakauer tatsächlich. Also Krakauer, boah, Freunde. Auch im letzten Saison in der dritten Liga. Im Stadion immer Krakauer geholt. Und ich muss sagen, das ist total Kritikpunkt an der zweiten Liga. Seitdem Holstein Kiel in der zweiten Liga ist, sind die Würste teurer geworden. Und sie schmecken nicht mehr so. Die Krakauer ist gar nicht mehr da. Auf jeden Fall, als ich gegen Sandhausen da war, da habe ich, glaube ich, das letzte Mal eine Wurst gekauft. Da war es die zerstückelte Currywurst, was total unpraktisch ist im Stadion, weil es wird in so einem Pappbehältnis mitgegeben. Und das Ding schwimmt so in dieser Soße drin rum. Und ja, wo sollst du bitte schön im Block damit hin? Wo soll man damit hin? Ja. Wo soll man damit hin? So, die Sauerei ist vorprogrammiert. Der eine oder andere Ärger von den anderen Leuten ist auch vorprogrammiert. Also, wo soll man damit hin? Ich weiß es nicht. So, und das Thema ist, die schmeckt auch nicht mehr so wie Bratwurst und die Currywurst. Die schmecken einfach nicht. Keine Ahnung, ob es gerade bei dem Würstchenstand noch gewesen ist. Das war allerdings der Würstchenstand am H-Block. Ja gut, es war auch das erste Spiel, ne, wo ich denn da gewesen bin in der Saison. Da war auch gar nichts organisiert. Ich meine, der Einlass war auch noch aus der dritten Liga. Und wahrscheinlich für eine Zuschauermenge von 4.000 bis 5.000 bestimmt. Sondern hast du da eben halt mal 13.000 auf einmal. Das passte nicht. Wir sind, glaube ich, eine halbe Stunde haben wir draußen gebrutzelt, bevor es überhaupt irgendwann mal weiterging. Aber ey, mein Gott. Ich sage ja, die Mannschaft ist, glaube ich, erstligareif. Bloß der Verein von der Infrastruktur her ist noch nicht so weit. Nicht mal für die zweite. Aber wenn die da in der Winterpause nichts tun und da noch ein bisschen was ändern. Ich meine, gestern war es so, da hat der Stadionsprecher gesagt, Leute, wir haben noch draußen Leute mit Karten, mit gültigen Karten stehen. Rückt mal ein bisschen zusammen. Wir haben keinen Platz mehr. Was bitte? Ja, dann vergrößert das Stadion doch einfach. Also dieser Riffelblech-Scheiße da hinten, das ist ein Witz. Ah! Diese Treppen, die sie gemacht haben. Also Stadion ist nicht schön, das muss man wirklich sagen. Es ist wirklich. Und jeder Kieler Fan wird auch sagen, ey Mann, da hast du recht. Weil da kann keiner sagen, ey, das ist ein Bombenstadion. Ist es nicht. Und es ist auch tatsächlich das kleinste der zweiten Liga. Ich finde es so geil, dass Jan Regensburg mit einem Abstieg damals von der dritten in die vierte Liga so ein Hammer Stadion hingekriegt hat. Das kriegen die auch hin. In den Süden. Normalerweise kennt man das ja aus dem Osten, so dass sie den Hammer Stadion überall haben. Jeden Stadion im Osten, Hammer. Geile Stadien haben die, wirklich, ohne Ende. Und jetzt hier im Norden, da kriegen wir so ein albernes Kacke. Aber es liegt auch ein bisschen an der Stadt tatsächlich. Wenn die Stadt da nicht mitzieht, dann, ja gut, es sind ja nun mal eben halt auch schon Gelder ausgeschüttet worden, bla bla bla. Warum diskutiere ich eigentlich mit euch darüber? Aber ich finde, das ist doch schon Beispiel auch der Gäste-Fanblock oder O-Block. Das ist noch von 1912. So, das ist, gut, aber damals passten da 25.000 Leute im Stadion. Ne. Oh, darf doch nicht sein. Darf doch nicht sein. Naja. Oh, das war knapp. Das war knapp. Knappe Kiste hier. Oh, und meine Herz. Und zipp. So. Ich habe gar nicht getauscht. Ne? Jetzt lohnt es sich nicht mehr. Das sind alle topfit, meine Jungs. So, jetzt kommt der Marvin Dogs. Hat die überhaupt schon mal Tor geschossen heute? Oh, danke, danke. Oh. Hei. Ich wollte gerade sagen, Ecke? Oh nein, die habe ich flach geschossen. Ich bin auch ein Hirni.
Oh, Alter. Voll weggedrückt. Was? Was jetzt los? Nur kaputt. Ja, wollte gerade sagen, ich krieg doch einen Freistoß, oder? Schön anmalen einmal. Ach, machen wir mal selber, ja? Haben wir doch in der Hunter-Geschichte doch gelernt, wie man es macht. Was ist da passiert? Es hat so schnell umgeworfen irgendwie alles. Das ist echt schade. Konnte gar nicht. Ah ja, abgefälscht. Ein abgefälschter Ball. Das gibt doch ein schönes Thumbnail. Meine Fresse, das sieht cool aus. Und wieder Ecke. Freunde, hier werden Ecken geschossen wie am Fließband. Alter, der Drechsler. Die sind ja in Eckernförde am 30. Oktober sind die in Eckernförde bei Famila. Die Kieler Jungs. Da würde ich gerne mal den Drechsler fragen, ob er sich schon mal selber bei FIFA 18 gesehen hat. Was er denn so davon denkt, so. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, ja, Freunde, das war's auch schon wieder. 13-0 gewonnen und dabei eine kleine Geschichtsstunde gehabt. Eine kleine Unterhaltung und ich muss mal ganz kurz eben halt ein Video privatisieren, damit ich auf privat schalten, weil ich das gleich noch bearbeiten muss. Sehr schön. Ups, und erledigt. Das ist nämlich schon die erste Folge von... Bei uns heißt die Folgen Survival in the Dust, 7 Days to Die. Freunde, ich will keine Werbung machen, aber guckt euch das mal an und guckt euch mal den Dominik Drechsler an und guckt euch mal an, wenn er spielt hier. So, Freunde, das war's auch schon wieder für heute und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Ciao.